Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shadows of Mordor. Und wir werden jetzt heute uns gegen so einen schwarzen Hauptmann versuchen. Ich habe keine Ahnung, wie das enden wird. Aber wir probieren es einfach mal. No problemo. Darunter. Ist immer komplett runterjumpt und nicht da in die Dings sich heftet, sondern an die Vorsprünge, die da sind. Sondern man direkt auf den Boden springt. So, ja, beim schwarzer Hauptmann. Ich komme. Der schwarze Hauptmann Guter ist gefallen und die schwarzen Hauptmänner haben deine Herausforderung angenommen. Das sind die schwarzen Hauptmänner. Der hat mir mit der Keule ordentlich einen reingewirkt. Der wollte, glaube ich, den Elbenprinzen in sich haben. Den ich jetzt in mir habe. Der andere war auch böse. Ein ganz, ganz böser Schuft von das. Ja. Wilde Grabwandler? Ja. Ist die schwarze Hand gekommen? Einer seiner Schergen. Er ist gekommen, um uns zu jagen. Lass mich meine Männer versammeln. Mit den Dienern Saurons kann sich keiner von euch messen. Führt eure Männer aus Mordor heute Nacht, oder ihr seht den Morgen nicht. Es gibt einen versteckten Tunnel zum Schwarzen Tor. Erin, es ist Zeit. Leb wohl, mein Freund. So lebe auch du wohl, Hiergon und Erin. Und du armer, toter Mann. Häuptlinge haben diesem Frevel einfach tatenlos zugesehen. Halt weg. Sie starben alle in der Schlacht, mein Herr. Alle außer mir. Häuptling Redback. Was für ein Zufall. Du hast es überlebt. Nun. Bring mir den Kopf dieses Grabwandlers. Hol ihn dir doch selbst. Der Waldläufer vom Schwarzen Tor. Wo war dein Mut, als wir dein Weib geschächtet und deinen Sohn aufgeschlitzt haben? Tötet ihn! Zunächst, ey. Ne? Der dunkle Herrscher wird uns siegen! Oh, was für Scheiße. Okay, kann ich über ihn drüber springen? Wir werden dich in Stücke hacken! Ich zeige dir, was wahre Schmerzen sind! Oh, er ist groß geworden. Das ist nicht so geil. Aber ich kann ihn hier nicht machen. Zack, sehr schön. Wow. Tötet ihn, ihr nichtsnutziger Haufen Orks! Ja, er ist ein nichtsnutziger Haufen Orks, was erwartest du? Das war jetzt wirklich geil. Trete zurück und lernt die Kunst des Mordens. Ah, ich glaube, die lernt das nicht gleichzeitig. Kann ich ihm? Und jetzt nochmal hinrichten. Er kriegt den Krankheit schon. Ist das alles, was du kannst, Grabwandler? Ich muss hier weg. Hier wollte ich nicht hinrichten, nein. Ja, hast du gedacht, das ist nicht. Nämlich kriegt er keinen Schaden mehr. Waldläufer!
Jetzt teile ich die Hiebe aus. Okay. Zurück an die Arbeit, ihr Maden. Geht schon. Na doch, jetzt geht er doch mal wieder vor. Sehr cool, dass er seine einen Leute tötet. Klar, ich kann ja, ich hab keine Einheit ab. Komm schon, Henry. Der Dunkle fügt ihm nun den Todesstoß zu. Ja, ja. Reißt mir euren Wert ab. Wie schmeckt dir deine Rache, Talion? Hm. Ist die Dunkelheit nicht ach so süß? Ja. Ja, hat sehr komisches Blut. Besser geblieben, wo du warst. Hier gibt es nichts außer dem Tod. Lady Marvin, die Königin des Meeres, wünscht dich zu sehen. Sie sah dein Unglück in ihren Visionen. Eine Königin mit Visionen? Visionen über die Rückkehr des großen Celebrimbor. Sie möchte ihm etwas darbieten. Da bin ich doch mal gespannt. Und was will sie ihm darbieten? Geschenke. Das weiß ich nicht. Ich muss Vorräte sammeln. Der Rückweg nach Norn ist lang und gefährlich. Mein Lager ist in der Nähe. Es wäre mir eine Ehre, dich zu begleiten. Natürlich, Chica. Wir haben den Hammer Saurons besiegt. Doch noch fehlen die Schwarze Hand und der Turm. Und ihr Herrscher. Der Bote ist jetzt verfügbar. Ich will da oben das Ifil-Deal oder sowas. Ja, du sollst dich da nicht verstecken, du sollst hier dran vorbeigehen. Genau so. Ja, hier ist irgendwo ein Artefakt. Da ist es. Nehmen wir doch mal mit. Schnipp. Modriger Foliant. Dieser Almanach ist in Leder gebunden und scheint über 100 Jahre alt zu sein. Bei den darin enthaltenen Schriften handelt es sich um historische Erzählungen, Gedichte und Übersetzungen aus ganz Mittelerde. Er enthält alle Werke aus den großen Reichen Gondor, Arnor und Numenor und sogar einige Lieder der weit entfernten Halblinge. Der sonderbarste Eintrag ist das Klagelied, ein Gedicht in Versform, dessen Ursprung seit vielen Jahren von den Gelehrten heftig debattiert wird. Einige mutmaßen, dass sein Verfasser ein Ent, ein Hüter der Bäume gewesen sein könnte. Ents kennt ja jeder wahrscheinlich aus den Filmen. So Baumbart und so. Zweiter Teil, dritter Teil. Schlacht um Isengard. Ist das Arthelas oder Hidlas? Warum finde ich nichts in diesem Almanach? Nun, es gibt nur einen Weg, sicher zu sein. Prost. Und jetzt warte ich. Entweder heilt das mein Fieber, oder ich bin in ein paar Sekunden tot. Nichts davon wird passieren. Man muss es zerreiben, damit es seine heilende Wirkung entwickelt. Du, die Ausgestoßene. Ich bin Aaron. Ich bin nie dazu gekommen, euch zu danken, Waldläufer. Von eurer Art gibt es nicht viele am Schwarzen Tor. Die Pflicht erstickt hier meist jegliche Güte. Darum bin ich auch desertiert. Ich bin Hirgon. Ah, wie sie sich kennengelernt haben. Süß. Die Menschen und Elben werden... Ich versprach Ioret, dass wir eines Tages nach Anduin reisen würden, wenn dir Hael erwachsen ist. Wir wollten zusammen dorthin und die Säulen der Könige sehen.
Hoffentlich können Hirgons Leute entkommen. Ich weiß nicht, wo du deine Familie wiedersehen wirst. Das Ende der Menschen lässt sich mit dem Blick der Elben nicht erkennen. War wahrscheinlich nur ein paar Gurren. Die Dämonen, das setze dich nicht! Ah, ich vergesse, dass ich keine Todesdrohungen machen. So, der Koch. Noch so ein Schütze. Trotz der Plünderer. Gesehen? Nein. Sehr schön. Nehmen wir hier diese Information auch noch auf. Und zwei Informationen über den. Ew. Zockdusch. Ausgeburt. Ja, sieht eher aus wie so eine Ausgeburt der Hölle. Der liebe Freund hier. Cool, den kann man gleich von Anfang an, glaube ich, auszählen. Da hochkommen. Hoffentlich schlägst du dich besser als beim letzten Mal. Hörnerhelm. Dieser Helm wurde von den Ausgestoßenen in Udun für ihre geheimen Rituale benutzt. Die Hörner und das Leder stammten von den wilden Rindern von Arath, die fern von Mordor auf den Feldern Ruins gejagt wurden. Der Helm stammt aus einer Zeit, in der diese Männer gefangene Gondors waren und gezwungen wurden, die Türme und der Zähne zu errichten. Noch heute misstrauen die Ausgestoßenen allen in stählerner Rüstung. Dieser Helm ist ein Relikt dieser dunklen Zeit und ein Symbol der Entschlossenheit der Ausgestoßenen, nie mehr unter der Knechtschaft eines anderen Volkes zu leiden. Da. Ihr habt mich in eure Heime und in eure Lieben gelassen. Und nun übertragt ihr mir die größte nur denkbare Ehre. Obwohl ich vom Schwarzen Tor komme, obwohl ich euch einst als Feind bekannt war, wende ich Gondor den Rücken zu. Ihr... Ausgestoßene, wie ihr genannt werdet, seid ein Volk voll Ehre, voll Stärke. Ich habe in eurem Stamm meine Liebe gefunden, aber ich habe auch die Liebe für euren Stamm entdeckt. Und ihr habt mich ein Leben gelehrt, nachdem ich mich gesehnt hatte, aber von dem ich nicht wusste, dass es existiert. Jetzt ist es an der Zeit, dass ich euch etwas lehre. Ich werde euch mein gesamtes Kriegswissen beibringen. Die Orks bedrängen uns, aber wir werden die Stärke finden, sie zurückzudrängen. Und dieses Land wird uns gehören. Ja, Hirgon mit seiner Ansprache, wie er zu den Ausgestoßenen gekommen ist. Man erfährt immer mehr, das finde ich ziemlich cool. Wenn du dieses Fass Grog wirklich haben willst. Wenn wir einander hätten vertrauen können, hätte Hirgon uns vielleicht nicht verlassen müssen. Vielleicht wären wir gemeinsam auf die Rückkehr Saurons vorbereitet gewesen. Selbst ohne den verheerenden Einfluss des dunklen Herrschers wird den Menschen das Ende des Krieges nie vergönnt sein. Schnell rüberkrabbeln. Schleicht hier jemand herum? Aua. Sprechling! Menschenabzaum! Hörst du das Geklapper der Rassel? Das ist die Dampfwalze des Krieges, die dich gleich zermalmen wird! Okay. Und hörst du das Klingen? Das ist das Schwert, was dich gleich abstechen wird. Ich mach jetzt noch eine Todesruhe, ne? Ich kann ihn doch hier greifen und... Wir sehen uns wieder, Waldläufer! Habe ich ihn gerade durch den anderen getötet? Kein Schmerz kennen. Ich gucke mal ein bisschen auf die Map, was wir noch haben. So ein paar Machtproben und sowas, um die Hauptmänner zu befinden. Und wir haben der Bote. Machen wir doch mal die Hauptmission mit Litariel. Mit der Frau, die wir eben vor dem Schwarzen Tor kennengelernt haben.
So, und hier runter. So. Was brauchen wir eigentlich noch? Wir müssen diese Fledermäuse töten. Ich denke mal in irgendwelchen Höhlen. Von den roten Kreuzdingern. Ja, und ich kann die reiten. Einführung neues Gebiet. Cool. Ach, ich kann zurück nach Udon. Das ist cool. Ein neues Gebiet. Auftrag annehmen. Der Bote. Mach dich bereit, Litariel hinter die feindlichen Linien ins Herz Mordors zu begleiten. Yay! Auf geht's. Die haut ganz schön was um, diese Frau. Der Geruch von frischem Fleisch lockt stets die Wildtiere herbei. Und die streifenden Rudeln umher. Wir sollten gehen. Sofort. Die Königin wird froh sein, dich zu sehen. Alles klar. Let's go. Wir sind da. Schick. Marvin, Königin des Meeres. Mutter? Der gefallene Waldläufer des Schwarzen Tors. Komm her. Aber nur, wenn sie nicht fummeln. Eure Tochter sagt, ihr hättet etwas für mich. Nicht für dich, Talion. Woher kennt sie meinen Namen? Es bleibt nicht viel Zeit. Schon bald wird der dunkle Herrscher mit seiner Armee ganz Mordor einnehmen, aber eine starke Macht kann erweckt werden, um ihn aufzuhalten. Bin ich deshalb hier? Begib dich zu Morgoths Narbe. Entwende das Elbenwerk von den Ghulen und finde den Zwerg. Nein, alte Dame, bleib bei mir. Halte durch. Welches Leid plagt deine Mutter? Niemand weiß es. Seit ihren Reisen geht es ihr noch schlechter. Gibt es kein Heilmittel? Es gab eins. Doch unser Lager wurde überrannt. Scheint auch so eine kleine Kräuterhexe zu sein. Mit den Alchemisten-Dingern da. Komm her, Sohn. Ich habe etwas für dich. Vom besten Schmied. Vater. Ist das für mich? Jeder Waldläufer hat seine eigene Klinge. Gib stets darauf Acht. Sie muss wie ein dritter Arm für dich sein. Ich werde es nur aus der Hand geben. Es lebt. Ich will nicht, dass es lebt. Es darf aufhören zu laden. Was ist denn los? Ah. Ich muss den Weg zu Morgoths Narbe finden. Womöglich können wir die Spur der Ghule an der geplünderten Kammer. Gibt es nochmal ein genauso großes Gebiet wie Mordor. Das ist cool, damit hätte ich jetzt eigentlich nicht gerechnet. Ich dachte schon, das wäre das kleine Gebiet, wäre das alles gewesen. Aber scheinbar nicht. Sehr, sehr geil. Und es sieht sehr schön aus hier. Ravane, die wir sahen, zurückverfolgen. Weiße Pilze. Ah, was gibt es denn hier denn für Gegner? Uruks? Was machen denn Uruks hier?
Moment! Ich rieche etwas! Du riechst etwas? Und ich. Ah, du hast mich gesehen, das ist aber einfach. Du bist auch tot. Was machen denn Urus hier? Das gefällt mir nicht. Da unten sind irgendwie ganz viele Leute und ein so ein roter Punkt. Wir sind frei! Ja, seid ihr. Ich finde, die verwüstete Uru-Karawane ist unsere Mission, aber wir gehen erstmal hier in den Turm rein und werden hier nochmal drauf bashen. Da hinten ist ein anderer da auch und. Schnell der Turm aus Elbensteinen gebaut. Er leuchtet, als wäre er aus Licht errichtet. Sehr schön. Und woher kennt die Königin deine Vergangenheit? Das uralte Wissen ist überall, doch nur für Geisteraugen sichtbar. Sie kann in beide Welten blicken. Vielleicht wird sie uns dann zeigen, was wir suchen. Das ist. Ich will da hoch. Ich bin so unten. Aufsammeln. Nanichir, Gelaia Mordor. Nanu dan in Garchot. Ungefähr. So wird das ausgesprochen. Vielleicht. Ein wenig. Okay, zu Urukaman dahin. Die Natur gedeiht im Norden. Hier sind aber ziemlich. Hätte ich gedacht, so viel Leben in Mordor zu sehen. Nee. So plant der dunkle Herrscher. Hier sind aber auch noch Urus ganz viele. Ich dachte, hier wären jetzt ein paar mehr Menschen. Aber hier sind auch fast nur Urus. So viele tote Uruks. Ich sollte den Ghulen danken, bevor ich sie töte. Ghule sind Aasfresser. Sie rauben alles, doch lassen eines zurück. Ich muss den Spuren des Ghuls folgen. Und wieder wie bei Gollum. Da ist unsere Spur. Wie führen wir Marvin Speer zum Hüfterhalt? Ich schrei nach Hilfe, Dion. Das war ja. Wieso klappt das nicht? Hallo? Nagelt ihn fest! Da geht's weiter. Wie zähmen diese Orks ihre Gongs? Diese Dinger sind Türme von kaum zu bändigender Raserei. Sie sind alles andere als zahm. Die meiste Zeit sind sie genauso gefährlich wie diese Säulen. Nee, aufziehen. Gehen wir uns wieder auf einen Bergpfad. Hallo. Tschüss für einen kleinen Picknick. Ich hoffe doch nicht. Wie ist cool. Erst über den rüber ran, dann. Du kommst nicht weg. Dieser Boden ist mit Blut befleckt. Dann muss dies wohl Morgoths Narbe sein. Ganz, ganz viele Gegner. Im Herzen der Gefahr ist Schleichen meine beste Waffe. Ja. Und ehe wir jetzt weitermachen hier, machen wir eine kurze Unterbrechung und sehen uns dann im nächsten Part.